Hier sitzt schon beim Aperitivo. Hier lassen wir es uns schon gut gehen. Mitten am Arethusa, Dianabrunnen, beim Aperitivo. Okay, da kann man es aussetzen. Das stimmt, hier ist es echt schön. Hier lebt es. Das ist ein sehr schöner Ort. Prost auf die schönen Tage in Syracuse. Prosecco ist auch gut. Sehr beeindruckende Tempelanlage bzw. Kirche. Da würde ich jetzt schauen. Der Santa Lucia. Wirklich eine schöne Kirche. Kostet 2 Euro Eintritt, aber die ist wirklich wunderschön. Er schlendert hier durch die Gassen. Wunderschönes Städtchen, Altstadt, die Ortigia innerhalb von Syracuse. Kann man schlendern. Ich habe gerade gesagt, das ist ein schönes Altstädtchen hier. Da kann man schlendern. Aber der Wind, der nimmt so zu. Das ist gerade schön. Hier gibt es jetzt guten Cappuccino bei dem Wind. Ein Kinderbueno. Steife Brise hier an Land. Hier an der Fontana Arethusa. Hier sieht man Papyrusstauden. Echte Papyrusstauden. Weiß man, wie Papyrus ausschaut. Sehr große Festungsanlage, die hier ursprünglich von den Byzantinern gebaut worden ist und dann von Kaiser Friedrich II. Kaiser? Ja, Kaiser. Nochmal ausgebaut worden ist. Große Festung.
jetzt in unserer kleinen Unterkunft in einem uralten Haus. In einem uralten Haus gelandet. Hier ein schönes Schlafzimmer, ein schöner Spiegel. Ein Bad ohne Licht. Und Küche. Die Küche gibt es ja auch. Das ist faszinierend. Das ist regelrecht ein, was sagt man da? Ein Appartement. Ja? Eine Küche hat es da auch noch. Ist gut. Hier ist jetzt der Balkon von unserem kleinen Hotelzimmer. Der Balkon von unserem kleinen Hotelzimmer. Hier schaut es aus wie in Havanna. Wie in Havanna schaut es hier aus. Jetzt darf man meinen, dass die Casa de la Droga gleich gegenüber ist und die kubanischen Klänge gleich durchklingen. Aber ist wunderschön. Die alten Gebäude hier. Schauen wir mal, ob wir eh noch Teka finden. Aber bis auf die Autos ist hier wie in Havanna. Gell? Das ist Wahnsinn. Hier ist eine Marionettenwerkstatt. Da. Schon haben wir was gefunden. Mal schauen, ob die Pia da oben ist. Hier einen sehr guten Prosecco aus Agrigento. Hier einen sizilianischen Prosecco gekauft. Und da können wir Mango essen. Den haben wir gekauft, da vorne in dieser kleinen Enoteca. Nee, der hat es mir gar nicht beschissen. Ja. Nee, schau. Das haben wir jetzt drauf. 12,90 im Internet und wir haben 13 Zoll. Also bester Preis, 10 Cent Aufpreis für eine Geschmacksprobe. Wir haben den ja probieren dürfen. Also ist mehr als gut, muss man sagen. Und Vorspeise. Mit was hören wir auf? So, jetzt darf ich das sogar hier ausblasen, diesen wunderschönen Kuchen. Mit Zahlen. Extra von der Pia organisiert. Warte, stopp. Wir müssen, dass wir eine Wanderung machen, kleine, und zwar eine Stadtwanderung. Wir werden jetzt ins 3,5 Kilometer entfernte antike Neapolis gehen, um dort die Städte zu besichtigen. Das tut uns gut nach dem schweren Frühstück mit Geburtstagskuchen. So schöne Gässchen hier, gell? Hier befinden wir uns jetzt am griechischen Theater, das auch, ich glaube, 20.000 Sitzplätze gehabt hat. 14.000 Sitzplätze, wo ja die oberen Reihen da hier praktisch noch dazu waren. Wow.
Mühlenhäuschen ist im 15. Jahrhundert gebaut worden. Also hat schon einige Jahrhunderte auf dem Buckel. Das ist ein Häuschen hier. Das ist auch auf Mauern antiker Feldmauern, Monumente gebaut worden ist. Hier stand früher ein Gefängnis, später wurde es zum Zitronen- und Orangengarten. Sieht man heute noch die Zitronen dick an den Bäumen hängen. Und hier sieht man praktisch dann die Abbaugebiete, wo früher das Gestein für die Tempel, Altäre, Häuser und dergleichen Statuen abgebaut worden sind. Man hört es ja schon durch die Kinder, die akustischen Effekte des Ohr des Dionysos. Sechs. Die Grotta dei Corari. Hallo. Hier ist das Ohr des Dionysos. Wie ein Ohr windet sich das hier rein. Psst. 70 Meter. Es ist gigantisch, was die Menschen damals schon an Kräfte aufgewendet haben, um so Teile hier. Der Tyrann Hieron, oder? Oder Kösen? Hieron, der erste oder zweite. Und hier sind die Gefangenen weggesperrt. Damit er sie durch das Echo jetzt belauschen kann, was sie gesagt haben. Stockdunkel hier. Das ist das Ende. Sind wir jetzt angekommen. Im Ohr, wie eine Ohrwindung. Sieht man die Überreste eines Altars von Herodion II. Seinerzeit der längste Altar mit 196 Metern, Opferaltar, der dem Olympischen Zeus gewidmet war. Sieht man jetzt das römische Amphitheater, das ja auch in den Felsen gehauen worden ist. Und ganz unten sieht man dann auch die Räumlichkeiten, für, wo die wilden Tiere reingelassen worden sind. Ja, hier haben wir jetzt nochmal einen schönen Einblick von oben. Also hier ist auf alle Fälle empfehlenswert, wenn jemand in Syrakus ist, dann schaut euch diesen archäologischen Park an, wie wir finden, eine super, super Sensation hier. Ja. I'm going outside from the zero point four steps, so my arm of resistance is 4/4 the resistance itself. The two represent my force, and he's standing back 8 times. So,
8x2, 4x4. And we have our balance. The first kind of lever would be the balance, so the when pulling force, and we have the lift, the argon, from the 3rd century before Christ. Then the central pole is powered up, and it's simply longer, and connected by crooked wheel, positive and negative, to make the differential gear. Here, stop it, come out, you save the rope, because you don't have to kill the guy. And I will shut. Obviously, I will charge the upper parts, because it's more correct. Also, because obviously the upper parts will shot farther than the lower parts. So, it's not a weapon of precision. So, now you pull it down, pull, I take out your secure, and when you're ready, you shot. Hier sind die Überreste eines Apollon-Tempels oder des Apollon-Tempels von Syracusa. Stehen hier noch einzelne Fragmente und zwei Säulen. Dorischer Ort. Sitzt die Pia und wartet vor einem guten Restaurant, wie heißt es? Da über mir steht es. Der Punkt für die guten Dinge. Der Punkt für die guten Dinge. Das ist ein sehr gutes Restaurant. Ja? Hier gibt es jetzt gute Vorspeise. Bruschetta, nichts. Aber ich habe die Fischwürde. Jetzt gibt es hier den guten Oktopus. Hier hat Nudeln, Oktopus. Das ist unser schönes Hotel. Das ist wirklich eine tolle Ortschaft. So, jetzt müssen wir uns den Weg durchfahren. Der Weg gekämpft. Forschig, der Hund schaut die Schwerter um mich zu packen. Der Hund mag die Schwerter von den Kindern beißen. Jetzt mal etwas Entschleunigung angesagt, weil wir sind seitdem gestresst so kaputt. Und hier kann man schon mal anfangen, indem man ein paar Sekunden auf das schöne Meer schaut. Wunderschön. Dir geht's gut da unten. Ich könnte nebenbei noch fotografieren. Hat sich jetzt ein Gewitter zusammen, es hat auch schon gedonnert. Mal sehen, wie sich das weiter auswirkt. Da muss man im Wetter davon fahren. Aus Toilette 10 Minuten vom Hotel weg, haben wir unser Auto abgestellt. Kostet, sage und schreibe, für 3 Tage 45 Euro. Naja, gibt halt nichts anderes. In den sehr beengten Gässchen. Wir sind angekommen im schönen barocken Noto. Noto. Schöne barocke Kirche hier. Wie man hier im Hintergrund sieht. Wunderschön. Das ist mir ein sonniges Plätzchen finden. Das ist ziemlich windig. Aber mild. Blüht alles, die Mandeln stehen in voller Blüte. Wunderschön. Diese schöne Blüte hier.
die Pia. Sie friert wieder mal. Erzähle ich sie, was auch kalt. An unserem schönen letzten Tag. Schön war es in Sizilien. Ich glaube, dass ich noch zwei, drei Vlogs, nee, aber mindestens ein oder zwei Vlogs von den Malediven, glaube ich, veröffentlichen muss. Kommt beim nächsten Mal. Eine schöne Reise geht zu Ende. Hier am Domplatz oder am Tempel der Athene. Ja, nach der Reise ist vor der Reise. Schauen wir, morgen geht's zurück. Die Pia versucht jetzt hier mit aller Gewalt an Schokolade zu kommen. Jetzt? Ist mein Geld weg? Da ist nichts mehr. Ja, was jetzt? Geht nichts. Jetzt geht's raus. Da schon hin. Wo ist hinten? Wo ist der Reiter. Hier gibt es zum Abschluss unserer Sizilienreise noch das Beste seiner Art. Bestbräu. Gekauft hier. 1 Euro. Einmal natürlich. Sehr gut. Angepackt. Leider geht es heute wieder zurück von diesem schönen Ort. Siracusa, diesem schönen Balkon, diesem schönen Wetter, diesem schönen Land. Aber hilft nichts, Italien wird nicht lange auf uns warten müssen. Und nach der Reise ist vor der Reise, ist ja unsere Devise. Schöne Meer, unser letzter Blick auf das schöne Meer. Wer uns rein. Hier auf gepackten Koffern. Geht schon los. Rechts abbiegen auf Via Luigi. Schön war's. In Ortecci. Ortecci. Ortecci heißt's. Blumenmeer in Gelb. Sieht man jetzt Catania, wo wir hin müssen. Da in die Kamera, ne? Schon am Aeroporto. Pia hat einen Schluck auf. Zeigt die so. Herrlich. Da ist Sprit billig. 1,78 nein. Da war so billig. Da kostet da war es am besten. Da haben wir 2 Cent da erzählt. Relativ. Ich wusste ja nicht, ob noch eine kommt. Ja. Okay. So, jetzt müssen wir das Auto zurückgeben. Die schöne Ortschgel haben wir jetzt zurückgegeben. Jetzt müssen wir da. Geht's vor. In dieser liebevollen Bar hier am Flughafen Catania gibt es jetzt noch einen wirklich sehr leckeren Caffè Doppio Macchiato, der echt schick macht. Echt richtig gut schmeckt. Das ist echte Ware und das für 5,90 Euro. 2 Kaffee Doppio Macchiato und ein Cappuccino am Flughafen. Da verlangen es bei uns für Blöre, das kann ich bezeichnen, kannst du schon aus dem Automaten 5,90 Euro. Probier. So, da hinten ist schon unser Gate, Nummer 11 nach Rom. Und die Pia kauft jetzt noch irgendwas im Duty Free Shop.